Hallöchen und grüßt euch. Heute bin ich mal hier mit einem ganz besonderen Video, mit etwas, was länger nicht mehr vorkam auf diesem Kanal. Und zwar mal wieder ein nettes Easter Egg, was hier vor allem noch ziemlich lustig ist. Vielleicht ist es sogar ein Ort, der etwas mit einem Mythos zu tun hat. Hier befindet er sich wieder mal bei Michael zu Hause. Und da, ihr hört Michael und ich sag Mythos vielleicht mit dem Jetpack. Aber dazu gibt es ja jetzt genug Theorien, darauf möchte ich gar nicht weiter eingehen. Jedenfalls haben viele Theorien etwas mit Michael zu tun und Türen und Grabstein, und das hier ist nämlich eine versteckte Tür. Ob das eine tiefere Bedeutung hat, das weiß man nicht, oder ob es einfach ein Fehler ist von Rockstar Games, dass sie nämlich einfach mal eine Tür reinbauen wollten vorher und kurz vor Release des Spiels dann sich doch umentschieden haben und dann hier die Tür doch entfernt haben an der Seite und dann letzten Endes einfach nur eine Wand hingesetzt haben, die aber nicht richtig fertig bearbeitet haben. Das heißt, dass hier so eine kleine Texturenfehler sind, dass man nämlich an dieser Stelle da anscheinend nicht mehr weiterschießen kann. Da sehen wir nämlich, ein perfekter Rahmen ergibt es, und weshalb es noch eine Tür ist, dazu komme ich gleich erstmal, denn da gibt es noch eine andere gute, plausible Erklärung, weshalb das eine Tür sein müsste. Erstens ist es ja hier schon, wie gesagt, dieser Rahmen. Ihr seht, man sieht die Einschusslöcher ab einem bestimmten Punkt von oben, links und rechts gar nicht mehr, obwohl man auf diesen Raum schießt. Aber wie sieht es aus, wenn wir in die Mitte der Tür schießen? Oder dieses Felsblocks, wer hier ziemlich mysteriös ist. Es passiert überhaupt nichts. Wir sehen, das Einzige, was wieder für eine Tür spricht, einfach Glas rausspringen aus dieser Steinmauer. Und es hört sich auch so an, als würden wir auf Glas schießen. Und außerdem, wenn man jetzt eine Haftgranate werfen würde, dann würde man die durch die Wand durchwerfen und sie würde hinter der Wand explodieren. Und auch da kommen Glasgeräusche, wenn man die in die Luft jagt. Auf alle Fälle würde das zu den Türen hier passen. Wir sehen rechts ja diese Fenster, die aus Glas sind. Und hinten gibt es ja auch noch einen Eingang im Story-Modus, der dann letzten Endes durch eine Gartentür führt, die auch eine große Glastür ist. Und vielleicht wollte man diese Tür erst da anbringen und dass man diese Textur nur noch nicht richtig entfernt hatte, das vollkommen vergessen hat oder dachte, dass man das nie finden wird. Aber da haben sie nicht mit dem Jannemann gerechnet. Jetzt haben wir diese coole Location doch noch gefunden. Auf alle Fälle ein richtig lustiges Easter Egg, eine versteckte Tür. Lasst auf alle Fälle mal eine Bewertung da, falls ihr diesen Ort noch nicht kanntet. Würde mich auf alle Fälle mal interessieren, wie viele diesen Ort noch nicht gekannt haben. Und falls ihr diesen Ort kanntet, müsst ihr unbedingt eine gute Bewertung da lassen, weil ihr mich doch mögt. Dann wünsche ich mir nur noch, dass wir uns im nächsten Video sehen. Bis dahin, euer Jan.